Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shantae. Ja, dieses Mal fange ich hier im Startbildschirm an, denn ich möchte euch etwas zeigen. Da unten links steht jetzt auf einmal GBA Enhanced. Denn ich habe mal ein bisschen in meinen Einstellungen rum experimentiert und habe herausgefunden, dass ich das Spiel bisher auf einem Game Boy Color emuliert habe. Ich habe trotzdem einen Game Advance Emulator, bloß der hat es eben nicht so eingestellt gehabt. Und mir wurde ja auch schon gesagt, dass es Bonusinhalte gibt, wenn man es auf dem GBA spielt. Und ich habe mich mal informiert, was es für Bonusinhalte gibt und die möchte ich doch schon gerne haben. Deswegen ist das ganz gut, dass ich jetzt das Ganze quasi auf dem GBA spiele, weil da jetzt auch GBA Enhanced steht. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Deswegen fangen wir auch gleich mal an. Wir waren ja beim letzten Mal, standen wir vor dem nächsten Dungeon, vor dem dritten. Der war hier irgendwo, ich weiß jetzt bloß nicht, ob er links oder rechts war. Ich glaube, er war rechts. Gucken wir einfach mal. Ist ja jetzt nicht so... Zombie. Der hat aber noch mehr. Moment, ich muss erstmal gucken, wo der Tempel war. Ich bin mir nicht sicher. Ach, die Musik ist cool. Denn wir haben ja beim letzten Mal das Rennen gegen Ruttytops gewonnen. Und sie wollte uns dann... Toll. Zeigen, wo der nächste Tempel ist. Hier mal nach links jetzt. Vielleicht finden wir den da. Man weiß es nicht. Ich habe total vergessen, wo der Tempel genau ist. Beziehungsweise der Dungeon. Wo wir dann... Ah, hier ist er. Den nächsten Stein finden. Den... Moment, welchen Stein haben wir schon? Wir haben... Ich glaube, da war der Feuerstein drin. Also das da links ist ja der Wasserstein. Und das ist der... Stein... Das, ich habe keine Ahnung. Ich erkenne es nicht wirklich. Es ist einfach ein lila Stein. So. Moment. Jetzt habe ich... Da. Die Flammen wollte ich haben. Geh bitte in den Tempel rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Denn die Tempel... Oh, ein Skelett. So möchte ich nicht enden. Denn die Tempel waren ja bisher immer ziemlich cool. Oh, ein... Skelette. Oh Gott, die sind aber, die halten mal viel aus. Aber direkt mein Herz. Das ist gut. Ich glaube, das sind die Zombies. Hier kommen immer mehr. Werde ich mal ein bisschen mich beeilen, dass ich hier vorbeikomme. Kann ich auf die Lampe springen? Hey, ich kann auf die Lampe springen. Cool. Oh Gott. Ah, hier kann ich sowieso nicht runterfallen. Spinnenweben und Stacheln und Skelette. Das ist irgendwie nicht besonders ansprechend. Beruhigend. Aber also ich möchte hier nicht wohnen. Vor allem guckt euch mal die Aussicht an. Da ist Fenster und dann dahinter nur so ein komischer Kachel. Direkt das nächste Haus. Das ist bestimmt so eine Hochhausgegend hier. Hier noch mehr Spinnenweben. Naja, gehen wir mal rein. Ich habe irgendwie die Vorstellung, dass wir hier einen Spinnenboss als... Also eine Spinne als Boss bekommen. Als Endgegner. Mal schauen. Vielleicht ist es ja auch was ganz anderes. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Oh, da oben ist ein Bob-Squid. Hey, den hole ich mir direkt mal. Moment, wie war der Tanz? Das muss ich mal eben nochmal nachgucken. Falsche Taste. Ja, hä? Moment. Ah, so, ja. Der Tanz für den Affen. Runter und links. Rechts. Dann machen wir das doch mal. So, runter und rechts. Dumm, dumm, dumm. Warp Evolve. Affe. So. Hey, I found a Warp Squid. I bet it misses its mommy. Wunderbar. Dann gucken wir mal. Ich bleib mal der Affe. Vielleicht können wir dann hier ein bisschen... Genau, uns von Skeletten angreifen lassen. Da oben ist nichts mehr, oder? Nö. Noch ein Skelett, na gut. Ich gehe mal hier links rein. Also wir konnten ja nach rechts weiter, das werde ich aber gleich machen. Es nervt mich ein wenig, dass ich als Affe nicht angreifen kann. Oh mein Gott, was ist das denn? Sieht nicht besonders vertrauenserweckend aus, alles hier. Und ich lasse mich wieder von allem treffen, das ist nicht gut. Moment, Moment. So, ich muss mal mit ein bisschen Anlauf rennen, dann kann ich auch besser ausweichen. Muss mal hier ein bisschen Geld einsammeln. Vielleicht auch ein Herz, nicht? Na gut. Für Herz muss ich wahrscheinlich die Viecher töten. Komm her, komm her. Ja, wenigstens haben wir so eine schöne Zeit, in der die gelähmt sind, wenn ich die einmal treffe. Wie soll ich denn hier hochkommen? Ah, bestimmt kriege ich irgendwas, das an den Spinnenweben hochklettern kann. Garantiert. Oder ich krieg was zum Fliegen. Moment. Ich gucke mir mal eben an, was wir noch so für Tänze kriegen. Ja, wir kriegen eine Spinne. Okay, alles klar. Aha, Spinnenform, cool. Nicht schlecht.
Moment, erstmal muss ich jetzt hier... Ich möchte mich nicht noch weiter treffen lassen, denn ich will den Dungeon ja auch möglichst lange erforschen können, ohne wieder rausgesetzt zu werden. Och, komm schon. Ein Herz, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Gib mir das Herz. Oh, noch ein Herz. Och, geil. Danke, Leute. Ihr seid mir sympathisch. Ich kann euch leicht besiegen und ihr gebt mir schöne Sachen. Aber jetzt möchte ich hier bitte mal vorbei. Ich sagte, ich möchte vorbei. Danke. Ach, auf den einen Edelstein kann ich jetzt auch mal verzichten. Aber auf die Affenform kann ich nicht verzichten. Verwandle dich, Shantae. Tust du mich. Ach, du bist eine Liebe. So. Einmal hier hoch. Ups. Und ich dürfte mal sehen, was uns hier erwartet. Bestimmt ist es genauso. Also hier müssten wir rechts ankommen und dann irgendwo weiter unten auch noch. Ja. Ich mach bei... Aua. Erstmal die Vasen kaputt. Oder die Vase. Ich sehe ja keine zweite. Ach, eine Edelsteinschale. Also, natürlich, ich habe Edelsteine ziemlich gerne und ich weiß auch, dass wir noch einiges an Geld brauchen. Einmal für die Sonderfähigkeiten und einmal für den Bonus, den wir kriegen können, da wir das jetzt auf einem GBA spielen. Aber dafür brauchen wir nämlich 500 Edelsteine und ich hoffe, die finden wir im Verlauf dieses Dungeons. Ansonsten werde ich nochmal zu Watertown zurückgehen oder mich teleportieren. Habe ich da den Zauberspruch? Moment. Den Tanz meine ich natürlich. Okay, das oberste Scuttletown, dann müsste das Watertown sein. Genau. Das obere, also da rechts sind ja die Tanze für die, wenn wir die Warp Squids haben. Also für Watertown habe ich den, müsste ich den Teleport haben. Das andere wäre Oasis Town? Ach, ich habe keine Ahnung. Oh, cool. Was ist das denn für eine Hit Detection? Guck mal, ich kann die treffen, obwohl ich die gar nicht berühre. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sie können mir keinen Schaden zufügen, obwohl sie mich berühren. Naja, was soll's. Ups, wieder volle Lebensenergie. Ich mag den Dungeon. Das ist toll. Ich kann hier meine Lebensenergie so schön auffüllen. Das ist wunderbar. Guckt euch wieder die Lichteffekte an, wie Shantae hier in der Dunkelheit verschwindet. Cool. Kann ich da rein? Nein. Aua. Ach, das ist... Der Dungeon ist mir richtig sympathisch. Spinnennetze. Ja, hier rutsche ich bestimmt runter, ne? Ja. Boah, voll geht. Da sind voll die Stacheln. Ah. Vorsicht. Wow. What the? Oh Gott. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Nicht von den Dingern im Boden ausspießen lassen. Das ist schlecht für die Gesundheit. Sollte man tun, nicht meiden. Mal gucken wir. Was bist du denn? Was bist du denn? Wow, was? Der kann Geister beschwören? Boah. Okay, komm, du musst jetzt... Oh ja, Headbang, Headbang. Wir bangen zusammen mit dem Hell. Sehr schön. Sehr cool. Also, ach, ich liebe den Dungeon jetzt schon. Das habe ich, glaube ich, gerade schon gesagt. Was bist du denn für einer? Ein Auge. Ah, ich wette. Ich muss das Auge dem da reinschlagen. Nein! Du musst das Auge in den Zyklopen reinmachen. Hopp, so. Jawohl. Vielen Dank für den Schlüssel. Okay, alles klar. Dann, ach, ich kann gar nicht von draus springen. Na gut. Ist auch nicht wichtig, da ist ja nichts weiter. Außer, das wäre eine geheime Passage, aber das sieht man bestimmt. Das sähe man bestimmt. Wow. Warum ist das nicht rausgekommen? Na egal. Hauptsache, ich werde nicht getroffen. Kann ich durchs Fenster? Nö. Ach ja, genau. Ich habe ja hier diese tollen Fähigkeiten. Den Spin-Kick und das, den Uppercut-Kick oder wie man immer das auch nennen mag. Oh, ziemlich dunkel hier. Oh Gott, nein. Verdammt, 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 verdammt. Hilfe. Was bist du denn? Bestimmt muss ich das Auge da irgendwie rausholen. Oh Gott, ich will wieder nach oben. Aber da waren Stacheln an der Wand, ne? Da komme ich mit dem Affen nicht hoch. Das ist jetzt schlecht. Ich wollte eigentlich erst gucken, was da links war. Hier komme ich nicht runter. Na gut, dann bleibt uns ja nur die Möglichkeit... Moment, ich will erstmal da hochklettern. Um zu gucken, ob da nicht noch irgendwas war. Bevor die Stacheln kommen. Und dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als nach... Nee, da komme ich nicht weiter. Na gut, dann gehen wir nach rechts. Wie komme ich endlich dran? Bestimmt brauchen wir da die Spinne für. Mal schauen. Vielleicht finden wir die hier schon. Das wäre... Da ist schon wieder so ein Ding. Aber ich kann ja nicht kaputt machen. Soll ich es wagen, darüber zu springen? Oh Gott, nein, 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 nein. Oh, das ist doch fies.
Wenn ich hier sofort sterbe. Oh Gott. Was? Was soll das denn? Jetzt habe ich kein Leben mehr. Oh, du blödes Mistvieh. Aber das bewegt sich auch, ne? Toll, aber was bringt uns das jetzt? Was genau... Ah, Moment mal. Bewegt er sich immer in die Richtung, in die er guckt? Ja. Ah, cool. Sehr schön. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Oh, dieses Spiel ist einfach so göttlich. Ich weiß, zwischendurch finde ich das Spiel absolut furchtbar in der Außenwelt, aber in den Dungeons, die sind einfach so genial gemacht. Das ist wunderbar. Das ist so großartig. Vor allem für ein Game Boy Color Spiel. Es ist, boah. Also wenn man das so sehen würde, würde man doch echt denken, dass das ein frühes Game Boy Advance Spiel ist, oder nicht? Einfach nur großartig. Ich muss mal gucken, die haben Way Forward, die haben auch jetzt auf dem 3DS im eShop ein neues Spiel rausgebracht. Das nennt sich Mighty Switch Force. Mal schauen, vielleicht werde ich mir das irgendwann mal holen und spielen. Denn Shantae ist auch schon genial. Wobei, erstmal würde ich mir wahrscheinlich dann Shantae Risky's Revenge holen. Ich würde es auch gerne dann Let's Playen, bloß das Problem ist, dass man... Moment, wo bin ich denn jetzt gelandet? Jetzt bin ich doch wieder am Anfang, oder nicht? Moment mal. Das Problem bei Shantae Risky's Revenge ist, dass es eben ein Spiel für den DSi-Shop ist, ursprünglich. Man kann es halt auf dem 3DS auch kaufen, wenn man da die DSi-Spiele auch spielen kann. Bloß leider kann man das nicht emulieren irgendwie. Deswegen kann ich es höchstens per Kamera aufnehmen, aber das wäre dann so eine schlechte Qualität, das möchte ich euch nicht antun. Deswegen, naja. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Aber das... Wow, Vorsicht. Dann müssen wir da runter. Und irgendwie da über die Stacheln kommen, aber dann sterbe ich und komme wieder am Anfang an. Wobei, gut, wenn das hier wirklich der Ausgang ist, der Eingang, wie auch immer, das muss ich mal eben nachgucken, dann ist das ja, ja, das ist der Eingang. Dann wäre es ja, ups, kein Problem. Ja, das ist der Ausgang. Oder Eingang, je nachdem. Dann ist das ja kein Problem, schnell wieder zurück zu dem Punkt zu kommen, wo die Stacheln sind, wo wir gestorben sind. Also ist das gar nicht mehr so schlimm. Ich probier's mal, vielleicht schaffe ich es ja auch sofort drüber und sterbe dann danach. So wie ich mich kenne. So wie meine... Nicht ernsthaft, oder? Wir kommen da gar nicht runter. Verdammt. Na gut, dann muss ich doch aufpassen. Dann ist das nicht so schön, wenn wir sterben. Also den ganzen Weg noch einmal laufen. Ich bin auch ein Depp, dass ich das nicht gesehen habe. Nee. Na gut. Schade, dass die Vasen nicht wiederkommen, wenn man in die Räume reingeht. Ja, blablabla, runterrutschen, nicht in die Stacheln fliegen und direkt ausweichen, weil da das komische Aua-Ding da ist. Und ich bin hinein ausgewichen, ja. Wunderbar. Erstmal runter hier. Hui! Yay! So. Ja, der bringt uns sowieso nur was, wenn wir nach oben wollen. Und dann werde ich jetzt auch mal auf das Ding drauf gehen. Nein, falsch. Komm wieder. Wenn es nach rechts guckt, dann lassen wir den nämlich darüber fliegen. Und ich stelle mich einfach drauf. So, und dann können wir das so machen. Ja, guck mal, so muss man das machen. Wunderbar, es funktioniert. Oh. Na gut, hier haben wir einen neuen. Dann nehme ich den. Wenn ich mich mal gucken, was da oben ist. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Ich hoffe, ich kann nicht zerquetschen. Okay, nur da ist was. Da kann ich hoch mit dem Affen. Mal gucken. Ich möchte aber erstmal schauen, was da rechts ist. Und dazu nehme ich mir den mal wieder. Und hopp, so. Das ist bestimmt... Oh, was ist das denn Schönes? Ein Leben! Ja, geil. Ups. Okay, ich muss nach links. Na gut. Dum-dum-dum-dum. Warten. Und rüber. Und dann gehe ich direkt auch mal nach oben. Da, wo die Stacheln sind. Und guck mir an, was da so Interessantes ist. So. Noch mehr Stacheln. Und, oh Gott. Überall Stacheln. Furchtbar. Hui, 5 Edelsteine. Ich bringe erstmal so rüber, vielleicht. Nein! Okay. Ich brauche das Ding. So. Muss ich mich ducken? Ja, muss ich. Ich duck. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das muss, aber. Aua! Schande! Oh nein! Nein! Komm her! So, kann ich da eigentlich drauf springen? Moment, geht das nach oben da? Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Nö. Na gut. Dann einmal nach links bitte wieder. Dum-di-dum-di-dum. Und dann nehmen wir das hier. Einmal ein Taxi benutzen. Hopp, so.
Und rüber. So. Immer schön weiter. Das läuft doch gut. Und das ist wieder so eine schöne, geniale Idee mit diesen Dingern hier. Ich meine, klar, heutzutage hat man das bestimmt auch schon in anderen Spielen, aber auf dem Game Boy Color? Zusammen mit so vielen anderen Sachen? Das ist herrlich. Also ich verstehe langsam, warum dieses Spiel so viel Lob bekommen hat. Und weil es so viel Lob bekommen hat, habe ich ja auch angefangen zu spielen. Okay, Moment. Ich gehe erstmal nach rechts. Mein Warp Squid. Yay. So. Dann können wir uns... Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 4 Stück. Das heißt, ich kann mir einen Warp zu einer neuen Stadt holen. Ich weiß allerdings noch nicht, welche Stadt ich dann nehmen werde. Einmal habe ich natürlich Watertown und zum anderen... Da oben noch was? Nö. Zum anderen bin ich mir jetzt aber nicht sicher, welcher Teleport jetzt wichtig ist. Oh mein Gott. Überall Stacheln. Oh. So. Ich hoffe, das war in Ordnung, hier abzuspringen. Ja. Dort, okay. Hier geht's weiter. Jetzt lass mich bitte mal die Spinne kriegen. Komm schon. Oh nein, 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 nein. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Nein, das ist schon mal falsch. Oh nein, ich bin so ein Vollidiot. Nochmal. Okay, aber jetzt weiß ich ja, wie es funktioniert und wo ich lang muss. Dann dürfte das jetzt kein Problem sein, mal eben wieder dazu zu kommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil ich das nochmal machen muss, aber es lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ich bin so ein Volldepp, ey. Aber immerhin, man hat dabei ansprechende Musik. Schön, also ich finde, das ist ziemlich coole Musik. Man hat solche orientalische Musik als Chiptune ziemlich selten. Was ich eigentlich schade finde, weil das ist gar nicht mal so schlecht. Und es passt natürlich auch wunderbar zum Spiel, weil Shantae ist ein Genie. Hat sich auch orientalisch angezogen. Von daher. Ups. Ich meine, Zombies sind jetzt nicht unbedingt orientalisch. Zumindest nicht für mich. Also vielleicht gibt es ja auch... Bestimmt gibt es ja auch irgendwelche untoten Legenden, aber... Naja, was soll's. Ist mir egal, wir sind wieder hier oben. Wunderbar. Diesmal falle ich nicht darunter. Aber hier kann ich draufspringen, ne? Ja, okay. Okay, hier brauche ich den Affen. Das ist schon mal klar. Runter und rechts und ab zum Affen. Möglichst nicht zum Elefanten werden, der kommt da nicht durch. Ah, schon wieder ein Zyklop. Dann wollen wir mal dein Auge finden. Ja, das ist natürlich einfach. Das ist direkt hier. Jetzt habe ich Frage, ob wir das direkt da reinkriegen. Flieg, Auge, flieg! Nein, 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 nicht runterfallen. Ach, komm schon, bleib da oben. Yeah, irgendwie, ich brauche eine bessere Taktik. Geh da hoch, geh da hoch, geh da... Nein, du sollst hochgehen. Hoch, hoch, sag ich dir, hoch. Oh, du blödes Auge. Komm schon. Wunderbar, okay, nein, nicht runter. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wie nervig. Aber eine coole Idee auf jeden Fall. Meine Reaktionen sind ein wenig... Ja, komm schon. Nein, 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 nicht darunter. Ja, bleib da oben, bleib da oben, bleib da oben. Jawohl, geht doch. So. Wo war jetzt das Schloss? Ich weiß, dass irgendwo eine Tür war, an die ich gekommen bin, wo ich nicht weiterkam. Ich weiß aber nicht mehr, wo diese Tür war. Yum, yum, yum. Naja, egal. Auf jeden Fall erstmal hier runterfallen lassen. Diesmal auch absichtlich. Ich glaube, die war hier irgendwo links. Oder war die da oben? Moment, war die nicht da oben? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, hoch und dann nach links. Also da in der Haupthalle, wo es rechts und links hoch ging. Unten links, meine ich, mich zu erinnern. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach mal gucken. Sonst zur Not muss ich halt nochmal rumlaufen, aber dann finde ich es auch. Dürfte jetzt nicht so schwer sein. Also ich finde, der hier ist jetzt nicht so unübersichtlich, der Tempel. Wenn man das einmal gemacht hat. So, hier müsste die Tür, genau. Ha, hatte ich doch recht. Okay. Ah, du schon wieder. Du beschwerst jetzt nicht dein... Nein, 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 nein. Aua. Ja, komm. Geht kaputt. Jetzt gehst du auch kaputt hier. Headbang, Headbang. Und da kriege ich gerade eine SMS. Vielleicht hat man das gehört, vielleicht auch nicht. Ich habe so den Standard-Nokia-Ton drin, weil ich nicht so ein altes Nokia-Handy habe. Aber das ist mir egal. Ich komme damit gut klar.
Das ist natürlich auch super professionell, jetzt hier während der Aufnahme ein SMS zu kriegen. Oh Gott, nein, 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 nein. Ich möchte runter. Was ist nach unten? Ich habe aber Angst, dass da Stacheln sind, deswegen möchte ich auf dem Teil runterfliegen. Um eventuell abspringen zu können. So, rechts und runter. Stacheln. Stacheln, 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 Stacheln. Ich frage mich, was... wenn ich wahrscheinlich nach oben gefahren wäre, wäre ich wieder beim Anfang rausgekommen. Glaube ich, denn das ist ja direkt unter dem Anfang. Hätte ich das Ganze nochmal machen müssen. Okay. Ah, okay, wunderbar. Das Ding können wir benutzen, wieder hochzukommen. Herzen nehme ich natürlich auch sehr gerne. Aber was bedeutet das, wenn hier Herzen sind, kommt dann jetzt irgendwie ein starker Gegner oder so? Ich hoffe nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Oh nein, immer diese blöden Schlösser. Jetzt muss ich vor allem den ganzen Weg wieder hochfahren. Es fehlt hier noch so eine Aufzugmusik. Kann ich aber gerade auch nicht nachmachen. Stell dich jetzt einfach vor, das wäre Aufzugmusik, was da im Hintergrund läuft. Gut, dann fahren wir mal hier hoch, weil sonst wirst du jetzt... Nein, hoch! Ich sagte hoch, du blödes Ding. Ansonsten wüsste ich nämlich jetzt auch nicht, wo ich noch sonst hin könnte. Und wenn ich jetzt wirklich... Ah, Moment. Aha. Da geht's... Nein, da geht's nicht weiter hoch. Okay. Ich habe mich vertan. Es geht nicht bis zum Anfang wieder. Noch ein Leben, ja, das ist doch... Also, dieser Dungeon ist geil. Es gibt überall Herzen, man bekommt neue Leben. Herrlich. Und ein weiterer Zyklop. Und eine... Moment. Ich wette, wenn ich dem das Auge gebe, wird diese Statue zum Leben erwachen und bringt mir einen neuen Tanz bei. Weil sonst waren die Frauen bisher ja immer eingeschlossen, die mir neue Tänze beigebracht haben. Er guckt nach oben. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Moment, muss ich das Auge... Gibt es hier irgendwo was anderes, wo ich das Auge einbringen kann, oder... Was muss ich jetzt genau machen? Ich bin gerade ein wenig ratlos. Jetzt guckt ihr nach rechts. Ah, wahrscheinlich muss das Auge auf sie gucken. Also muss ich das von rechts da reinschlagen. Nehme ich jetzt mal an. Also ein bisschen darüber. Komm. Geh darüber. Und dann von da aus. Nein. Du sollst da drüben bleiben. Blödes Auge. Nein, nicht nach unten. Komm schon. Stell dich nicht so an, Chanta, ey. Genau so. Moment. Das mit dem Spin-Kick. Muss man ein bisschen professioneller aussehen zu lassen. So. Ja. Okay. Doch nicht. Aber immerhin, er musste auf die Statue gucken. Da hatte ich schon recht. Aber leider wird sie nicht zum Leben erweckt. Trotzdem wissen wir jetzt, wo es weitergeht. Denn mit dem Schlüssel können wir ja... durch dieses blöde, verschlossene Tor gehen. Hier lasse ich mich jetzt einfach runterfallen. Ich weiß ja, dass da unten nichts ist. Hier auch. Wozu soll ich mich mit dem Aufzug da runterfahren lassen? Das dauert ja viel zu lange. Stand ja eben nimmt ja auch Gott sei Dank auch keinen Fallschaden. Also es ist schon ziemlich erstaunlich. So eine Hype-Genie ist gar nicht mal so übel. So, wow, wow, wow. Oh. Wie gemein. Vor allem, man sieht ja auch nicht, wo die sind. Okay, da geht's hoch. Ich muss aber erstmal gucken, was hier noch rechts ist. Ein Schlüssel bei euch da, okay? Dann nehme ich das Angebot mal. Nein, nicht nach oben. Nee. Boah, vor allem dauert das jetzt ewig, bis das Ding da ankommt und zerschellt. Wobei, es ist. Okay, es ist verschwunden, aber. Nein. Drum. Ist auch wieder. Komm schon. Komm schon. Komm wieder. Jetzt habe ich... Oh nein, jetzt habe ich den Feuerball aktiviert. Verschwendung. Aua. Jetzt sterbe ich hier nicht. So. Diesmal bin ich richtig draufgesprungen. Okay, da geht's rein. Oh. Ah, warte, da ist ein Geheimgang. Moment, das gucke ich mir gleich an. Da ist eine große Vase. Und... Was bist du? Oh Gott. Aua. Aua, was bist du denn? Was... Was willst du von mir, du blöde Kuh? Geh kaputt, geh kaputt. Ich hab nur noch ein Herz. Schande. Schande über dich und deine ganze Familie, du. Blödes Mistding. Okay, ich habe keine Leben mehr. Das ist nicht gut, aber... Oh, du blöde. Hab ich gesagt, der Dungeon ist toll? Ja, habe ich. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach oben.
Denn dieses komische Mistvieh. Ah, da müssen wir einen Feuerball verwenden. Mein Warp Skill, okay. Na gut. Finde ich auch gut. Vielleicht finden wir diesmal sogar alle 4 Warp Skills in diesem Dungeon. Ich habe ja bisher immer nur 3 gefunden in den letzten beiden. Jetzt ich mal, wie aktiviere ich nochmal den Feuerball? Ist okay so. Komm her. Ja, ja. Jetzt lass du nicht mehr so, ne? Boah, wie die mal hochfliegt. So, der. Ah, aktivieren. Oh Gott. Fledermäuse. Und ein großer Edelstein. Na gut. Damit war das jetzt gar nicht mal so schwer. Also, ups, das war der falsche Tanz. Man muss wirklich auf die Gegenstände sich verlassen, sonst sind teilweise die... Moment, ist das der falsche Tanz? Ja, das ist der falsche Tanz. Ich will jetzt aber noch nicht nachgucken. War das der richtige Tanz? Ja, das war der richtige Tanz. Okay, wunderbar. Klettern wir mal hier hoch. Und verwandeln uns schon wieder zurück, denn ich möchte wissen, was hier drin ist. Bestimmt wieder ein Leben. Ja, ich wusste es. Haha. Okay, der Dungeon ist doch nicht so schlecht. Der ist toll. Zurück. So, was haben wir hier? Okay, da geht's weiter. Gucken wir nochmal, was hier drin ist. Vielleicht noch ein paar Herzen? Ja, cool. Ey. Dungeon, du bist mein Freund. Ich mag dich. Du bist einfach nur toll. Was haben wir hier? Wow, der hat aber einen langen Hals. Das ist ein Giraffengolem. Jetzt müssen wir bestimmt das Auge auf die Lampen draufpacken, damit wir das darüber kriegen. Na komm, spring runter, Schnatter eben. Na, fast. Okay, nochmal. Nein, nicht. Ach, ich wollte schon sagen. Ist das im nächsten Raum oder wie? Ah, schade. Okay, wahrscheinlich muss ich dann hochspringen. Moment. Ah, du sollst von der Lampe runter. Ich kann jetzt der linken Seite nicht runter. Das ist ein bisschen doof. So, mach's hoch und dann... Ah, zu langsam. Irgendwie so muss das bestimmt gehen. Komm schon! Genau, jetzt komm hier runter und dann... Oder auch nicht. Nein! Oh, das ist aber doch doof. Wie soll ich das machen? Ich bin gerade ein wenig ratlos. Ja, fast. Och, das ist doch viel zu knapp. Das ist doch doof. Wie soll das gehen? Geh da hoch. Ich glaub's nicht, muss ich mit Glas... Jawohl, geht doch. Dankeschön. Und das Schloss ist ja diesmal auch nicht weit. Haha, ich habe das Auge wieder rausgeschlagen. Aber diesmal setze ich es dir nicht nochmal ein. Das war mir zu viel Arbeit. Da habe ich keinen Bock drauf. Ah, ich dachte gerade schon, hier unten werden Stacheln. Ich war ein wenig verängstigt. Geh da rein. Geh da. So. So, jetzt möglichst nicht von den Stacheln aus dem Boden treffen lassen. So, was haben wir hier noch Schönes? Kommt bitte bald. Ich möchte endlich bald die neue Verwandlung haben. Ein Herz. Gut, das brauche ich jetzt nicht, aber besser als zu wenig Herzen, ne? Jawohl, 300 Edelsteine insgesamt. Toll, toll, toll. Ups, na gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Wenn ich einmal falle, da kommt man ja wieder leicht hoch. Boah, toll. Das hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Oh, das ist ein Sarg. Oder kommt hier ein Vampir? Keine Riesenspinne als Bossgegner? Oh Gott, du... Feuerball. Oh Gott. So, komm. Guckt euch mal an, wie die guckt, wenn die getroffen wird. Ist die vielleicht eine Vampir? Da waren... Was zum... Oh Gott. Zwischengegner. Was muss ich machen? Ich kann ihn nicht treffen. Was muss ich machen? Aua. Moment, das ist doch... Kann ich die Dinger? Nein, die Dinger kann ich nicht zurückschlagen. Ich bin ein wenig verwirrt. Ich hoffe, man kann das jetzt auch auf der Aufnahme sehen, dass da die Schädel teilweise... Ah, ich muss den einfach nur hauen. Dass die Schädel da teilweise so ein bisschen blinken und Gesichter haben. Weil das, damit hat man ja bisher immer Probleme gehabt mit der Aufnahme. Wahrscheinlich sieht man da jetzt nur, wie dann die Feuerbälle teilweise da rauskommen. Aber ist egal, ich weiß jetzt immerhin, oh Gott, wie man den besiegen kann. Ist nur ein bisschen komisch, dass meine eigenen Feuerbälle dem keinen Schaden zufügen. Ich bin fast tot. Ach, da oben komme ich nicht. Oh doch, da komme ich dran. Okay, jetzt habe ich es raus, jetzt ist der einfach. Ja,
Kannst da oben so viel machen, wie du willst. Ich treffe dich sowieso. Boah, wie viel er aushält. Da muss ich irgendwas anderes machen. Ich muss doch bestimmt noch irgendwas anderes machen, oder? Damit er nicht mehr wiederkommt. Ah, okay, wunderbar. Wow, 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 wow. Okay. Ein Zwischenboss. Sehr gut. Sowas hat wir auch noch nicht. Nein, 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 nein. Du wirst mich nicht kaputt machen. Ja, jetzt guckst du wieder blöd hier. Oh Gott, ich brauche ein Herz. Kein Edelsteinherz. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Ich brauche... Hey, das hört sich gut an. Ich wette, hier kriege ich den neuen Zauberspruch. Oder den neuen Tanz. Jawohl, hallo, wie geht's dir denn? Thank you for freeing me. Once I was the guardian of this labyrinth, but a terrible creature imprisoned me here. For your kindness, I will teach you a magical dance you can use to foil evil. Watch closely. Okay. Ich hab jetzt nicht gesehen. Okay, runter und A. Aha. Dann wollen wir das doch mal machen. You can review the dance moves on your subscreen. Practice hard and never forget them. Alles klar. Vielen Dank für den neuen Tanz. Wollen wir den doch jetzt mal ausprobieren? Runter und A. Na, ah, wir sind eine böse Spinne. Nam, 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 nam. Das ist, soweit ich mich erinnere, wieder was, was Mr. Jack Smith nicht mag, oder? Okay, ich kann als Spinne nicht an den Wänden klettern. Aber ich finde die Animation irgendwie cool. Die Laufanimation, guckt euch das mal an, wie die mit dem Kopf wackelt, mit dem Hinterteil. Aber angreifen kann ich leider immer noch nicht. Oder ein Netz werfen oder so. Schade. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, muss ich auf jeden Fall sagen, das Spiel macht Spaß. Kann ich da... da oben links ist doch bestimmt irgendwas, oder? Ah, nee, doch nicht. Da ist eine Decke. Na gut. Ich kann als Spinner auch nicht rennen. Das heißt, ich muss... Ups. Einfach nur normal laufen. So, schade, ich kann nicht diagonal laufen. Ich da irgendwo hoch? Oh Gott. Hier ist bestimmt noch... Oh Gott, nein. Sollst du da hoch? Nein! Okay, ich muss erst noch mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Aber ich denke mal, hier kann ich rein. Hier war ich noch nicht, oder? Nein, hier war ich noch nicht. Verwandeln wir uns mal zurück und gucken, was hier drin ist. Und hier komme ich doch bestimmt wieder am Anfang raus, oder nicht? Ja, hier war ich schon mal. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal nach oben, wollte ich sagen. Nach oben, bitte. Und dann suchen wir den Dungeon jetzt mal strategisch nach Spinnenweben ab, an denen wir hoch- oder runterklettern können. Wobei, runter könnten wir auch springen. Deswegen, an denen wir hochklettern können. Ich gehe direkt deswegen mal wieder zum Anfang zurück. Und dann gucken wir mal, was wir so finden können. Ich habe jetzt leider auch nicht geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Das ist ein bisschen doof, aber ich mache jetzt einfach den Dungeon fertig und dann habt ihr halt einen extra langen Part, Shunter. Ey, dafür, dass ich so lange nicht gespielt habe, ist ja auch ganz in Ordnung. Oder zur Not teile ich den halt auf. Oder? Na, ich weiß gerade nicht, ich überlege gerade, wenn ich jetzt sowieso zum Ausgang gehe, dann kann ich ja auch nochmal eben speichern. Oder wisst ihr was? Wisst ihr, was ich mache? Ich lasse mich jetzt von den Skelett... Ich greife mich gar nicht an, wenn ich im Dunkeln bin. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja mal klasse. Cool. Okay, wisst ihr was? Dann, ich habe jetzt sowieso nur noch ein Leben. Dann werde ich das Leben mal eben verschwenden. Und sterben gehen. Dann habe ich mich wieder vier Leben. Kann mit vier Leben in diesen Dungeon rein. Und das mache ich dann beim nächsten Part. Ja, man muss ja einfach nur strategisch denken. So. Dum, 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 dum. Los, raus hier. Und einmal in den Sumpf fallen lassen. Vorher speichere ich nochmal. Denn ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was passiert, wenn ich sterbe. So. Hello, Shantae. Would you like to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Your game has been saved. So, ab in den Sumpf. Wir nehmen eine Schlammpackung, damit unsere Haut schöner aussieht. Ja, ja, komm, komm, komm. Ist gut. Wir werden dich niemals gewinnen lassen. Wir haben schon zwei Steine. Wie viel hast du? Risky Boots? Du hast gar keinen. So, continue. Und wir fangen wieder hier an. Ich speichere nochmal eben. Bla, 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 bla. Ja, ja, ich möchte gerne speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.